Hey meine Lieben und willkommen zu meinem etwas verspäteten Valentinstags-Look. Zuerst fixiere ich meine Augenbrauen mit einem transparenten Augenbrauengel und dann color correcte ich sie. Mit einem fliedernden Eyeliner schaffe ich erstmal eine farbliche Basis, die ich mit Lidschatten dann noch schattiere. Nun trage ich mir eine Lidschattenbase auf, mit der ich meine Augenbrauenform noch ein bisschen korrigiere. Dann setze ich das erstmal mit Base aus der Novena Palette von ABH. Und blende mir Soul, Love und Volatile über meine Lidfalte. Dann nehme ich mir wieder die Lidschattenbase und ziehe mir damit eine Cut Crease. Und die fülle ich dann mit einem hellrosanen Lidschatten als Basiston aus. Mit einem lilanen Kajalstift zeichne ich mir schon mal die Herzen auf meinem beweglichen Lid vor. Mit einem lilanen Lidschatten schattiere ich diese Linie nach außen hin. Mit einem lilanen Eyeliner ziehe ich die Herzform nach und highlighte sie nach innen mit einem rosanen Eyeliner. Dann ziehe ich mir einen ganz normalen, zarten Lidstrich. Dann wird es auch schon Zeit für die Base. Erst trage ich mir einen Primer auf und dann color korrekte ich nochmal Unebenheiten und Pickelchen in meinem Gesicht.
trage ich mir Foundation erst mit einem Pinsel auf und verblende sie dann mit einem Beauty Blender. Dann highlighte und covere ich meine T-Zone mit dem Concealer von e.l.f. und setze dann alles mit einem Puder von Laura Mercier. Dann konturiere ich sanft mit dem Hoola Light Bronzer von Benefit. Ich trage mir ein rosanes Blush von Anastasia Beverly Hills auf. Und dann highlighte ich erstmal mit einem Liquid Highlighter von NYX Cosmetics und gehe dann nochmal mit dem Hypermia Highlighter von Jeffree Star drüber. Dann klebe ich mir erstmal Strasssteine auf die äußere Hälfte meiner Cut Crease auf und klebe mir dann auch noch wunderschöne Lashes von Hatice Schmidt und Love Cosmetics auf. Ich dachte mir, der Look kann ein paar Sommersprossen vertragen, deswegen habe ich mir Frack genommen und mir damit ein paar süße Sommersprossen ins Gesicht gezaubert. Nun geht's an die Lippen. Dafür overline ich meine Lippen erstmal ein bisschen mit dem Suede Matte Lip Liner von NYX in Cyberpop. Und fülle sie außen dann noch mit dem dazu passenden Suede Matte Lipstick von NYX auch in der Farbe Cyberpop auf. Den Liquid Suede Cream Lipstick in der Farbe Alien gebe ich innen auf meine Lippen und verblende ihn nach außen in das Lila. Für einen sexy glossy Effekt gebe ich noch den Lip Injection Extreme Lip Gloss von Too Faced darüber. Und das war mein Valentinstags-Look für dieses Jahr. Also ich habe den Look ja richtig gefühlt. Ich habe vor allem die Cut Crease total geliebt. Was haltet ihr denn von dem Look? Schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal kostenlos, um mich zu supporten und aktiviert natürlich auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram für coole Make-up-Fotos und für Reels. Ich habe zu diesem Look auch ein Reel gemacht, beziehungsweise ein TikTok. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!